sind jetzt live drauf. Echt? Ja, klar. Sind wir jetzt in YouTube live? Vielleicht springen jetzt dann die ganzen Abonnenten wieder ab. Ich weiß nicht, ob wir jetzt wirklich live sind. Keine Ahnung. Wir live, das steht oben. Ja, schon. Jetzt werden wir dann ein paar dumme Kommentare kriegen, wahrscheinlich. Oder? Da steht auch viel, aber ob wir das wirklich sagen, das weiß ich nicht. Das sehen wir dann schon. Bewusst. Machen wir das so, wenn ich dieses Jahr noch die 1000 schaffen sollte, mach jetzt keinen Schmarrn. Dann gibt es irgendwas Besonderes. Dann lassen wir sich auch was Besonderes einfallen. Und wenn wir es dieses Jahr nicht schaffen, dann gibt es einfach einen ganz normalen Livestream, so wie jetzt. Eine schwarze auf. Wenn du mit mir singst, okay, dann schreibt dann, dann macht man so Baccarat, oder? Also es war so ein Damentour aus den 70er Jahren, sind die Kinder, also von vorher. Aber zuerst einmal schauen, ob man es überhaupt dieses Jahr noch hinkriegt. Weil so viel Scheiß, weil ja ich da immer Videos bringe, das will ja eigentlich keiner sehen. Oder doch? Anscheinend doch, weil es hat mir auch 500 geschafft. Ich alle schlimm, dass die wollen Baccarat singen. Baccarat, jetzt sind wir dran. Oh, aber dann müssen wir in die 70er-Outfit da nicht kommen. Irgendwie. Muss ich mal schauen, vielleicht hat meine Mütter ja noch irgendwie Schlaghosen so. Irgendwie das ist ja vor meiner Zeit. Dann sitzt du im Dezember im Pool. Das finde ich jetzt mal einen guten Vorschlag. Weil soll ich das machen? Du sitzt im Pool und der ist eingefriert im Winter, der steht draußen. Den hackt man auf, das ist ganz einfach. Wir machen das wie auf damals Viva, so ein Musikvideo. Du sitzt im Pool und der Fokker und ich sind wir draußen. Jetzt war ich kein Boogie, Boogie, Boogie. Na, Stefan, das war jetzt echt keine gute Idee. Der war gut. Es ist da kalt draußen. Und? Ich gehe ja nicht einmal im Pool, wenn er unter 23 Grad hat. Wer soll denn das im Winter machen? Dann Jens. Nein. Du bist jetzt mit dabei, Hocker. Das ist. Kennst du das nicht aus? Wir zwei singen wir jetzt ein Duett und dann wird das so wie ein Mann und Hocking damals oder was weiß ich. Irgendwie. Dann haben wir dann für 500 Euro. Und du sagst, ich soll mir nichts Blöds ausdenken. Und was hast du gerade? Ich habe meine Tabletten noch nicht genommen. Schau. Auch sie noch mit Hallo und herzlich willkommen beim Tesla Code auf dem Kanal von Tesla Code von der Antestin. Da geht sie, kalt ist ihr Rechtsschilde. Ja? Deine dumme Idee war ja, das wird jetzt für Gerücht. Nein. Deine dumme Idee war ja, wenn wir 1000 oder wenn die Antestin 1000 Abonnenten zusammenbekommt, ja. Dann muss sie was machen? Dann muss sie in den Pool bei jedem Wetter. Und wir zwei singen uns dazu. Das war auch deine Idee. Ja, ich habe immer gute Ideen. Ich hasse dich. Und die Welt wird dich auch hassen. Die Abozahlen stürzen ins Bodenlose. Ja, aber das ist mir wurscht. Ja. So, wir sind Baccarat. Ich bin Baccarat. Er ist Ra. Und wir werden gleichzeitig mit diesem Event beginnen, indem du einsteigst und wir dann zum Singen anfangen. Auf alle Fälle. Genau, ziehen wir runter von 800 auf 0, oder? Genau, oder? Das ist richtig. 800, 799, 798. Jetzt geht's los. Danke für die Kleinigkeit. Zugabe! Da sind zwei! Wir sind auch erstmal eben vorbeigeraut. Kamerateam steigt aus. So. Was? Was leer? Nee. Nee. Leute, jetzt muss er den Kanal mehr. Oves Auto ist leer. Er ist komplett leer, da weil sie ankommen, so wie es ausschaut. Super. Hart. Echt jetzt oder ist das ein Witz? Ja, ich kenne es. Ich bin selber Linkwind mit 18 Kilometer plus.
er rollt und wenn er einmal steht, dann steht er. Okay. Das kannst du nicht mal, gar nicht mehr bewegen. Du kannst den Gang rausmachen und kannst dann nichts mehr machen. Aber warum kann man denn den Neutralen nicht schieben und ziehen und bewegen? Doch, Schleppmodus muss man machen. Ja, was sagen wir? Ja, klar. Warum macht der nicht den Schleppmodus? Ja, klar? Ja, weil jetzt das Kamerateam dort, ich will jetzt da nicht mit hin. Er kann doch in Schleppmodus reinmachen und dann schieben. Die Frage wäre auch, so. Ja, stimmt. Jemand ist der. In Schleppmodus. Sag ihm mal. Uwe, mach doch in Schleppmodus, dann schieben wir den nach hinten. Wollt ihr schon? Wart. Geh mal. Mach du bitte. Schleppmodus hat er noch nie. Da, Service, na Sicherheit, warte mal, das ist jetzt alles anders. Wo ist es bei der neuen? Weiß ich nicht. Schleppmodus da, man muss die Bremse drücken, Schleppmodus. Ja. So, jetzt ist der Gang raus und das Auto kann frei rollen. Am Suck in Satteldorf. Der Hubert, der schaut da gerade, ob da irgendwie Strom fließt, weil am Supercharger geht nichts. Wir haben alle Stalls durchprobiert, die CCS haben, und es tut sich nichts. Und jetzt sind wir schon auf Typ 2 ausgewichen, die was ja daneben ist, die Säule. Und jetzt schauen wir mal, wir haben schon mit Tesla telefoniert. Die sagen, man soll auf AC ausweichen. Also die wissen jetzt auch nicht weit, das Auto hat keine Fehler. Und ich zeige euch. Das ist schwierig, das ist live. Weil das geht ja gar nicht, weil die gehen ja da mit. Das kann ich nicht. Nix, da hört sich ja nichts mit. Ja, da stehen ja schon zwei leere Dosen. Was ist denn da los? Das sind keine leere Dosen. Jetzt muss ich, jetzt kann ich wieder. Jetzt warte mal, jetzt haben wir mal das ein bisschen so. Jetzt hat es funktioniert. Dauerwerbesendung. Für Prost. Was denn? Prost. Für Celsius und Konsolen. Wahrscheinlich, wenn wir es schon verlassen haben. Also es ist nicht die Frau, es ist nur die Mailbox. Das wäre kritisch. Oh je. Mailbox. Wahrscheinlich schaut es gerade das Video. Das glaube ich nicht. Nehmt sie, was ist denn jetzt so aus? Ja, das ist. Also die diverse Dinge, dass der blöd ist, das weiß ich schon länger, aber das so einfällt. Das hast jetzt du gesagt. Ja, du musst ja auch richtig einschätzen können. Thomas, hast du deinen Grill noch dabei? Also, ja, das war cool jetzt. Nein, habe ich nicht. Achso. Ein coolen darfst du da drin bestimmt immer. Ich muss auf immer wieder einen kaufen. Das habe ich schon gesehen. Weil ich brauche wieder so ein kleines Ding. Ja, aber so für Notfälle. Genau, für so Supercharger-Partys. Ja. Ja. Jetzt kommt's. Achtung, sie reden nur mit mir. Achtung. Jetzt mal, wo geben das jetzt? Ist ja wurscht, das ist ja live. Das ist doch wurscht. Ordner? Ja, du hättest da gerufen, aber irgendwie ist da halt. Ja, ich habe eine Panne.
Ja, 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 Tesla ist hier, Elektromobilität funktioniert einfach nicht. Also, ja, es ist wirklich, nein, es ist, kein Witz. Wir fahren jetzt mit dem BMW mit. Ja, nein. Also, und seit vier haben wir keinen Platz. Also ich habe keine Ahnung, wann ich heimkomme, weil wir lohnen da Stunden, weil er kann an der Steckdose, kann er noch lohnen, aber alles andere funktioniert nicht mehr. Und du kannst nicht laden, oder wie? Ja, ja. Das wäre dann deine Reifen links. Ja, ja, genau. Ich habe nicht einmal Garantie, weil ich Zubehör fange. Ich habe es nämlich geschrieben im Chat damals. Also da, wie man das. Ja, ja ist, wie gesagt, ich weiß auch nicht. Ja, genau, ich dachte, du kannst dich da noch schleppen lassen oder irgend sowas. Nein, in sowas, weil er fährt ja noch. Ich brauch bloß ewig zum Lohnen und da schleppen sie dich nicht ab, sondern die sagen, du sollst dann an einer Steckdose lohnen und dann kannst du wieder fahren. Also heim wird dann nicht mehr voll. Ja, ja, das ist, also, das war es jetzt wieder. Und wir geben dann noch den Windschatten. Ja, okay. Wir machen als Welber einen 24-Stunden-Weltrekordversuch in Schweidenkirchen. Ja. Einer davor, einer dahinter und dann haben wir die volle Windschatten und ein bisschen sparsam. Ja, genau. Also, vermutlich komme ich irgendwann wieder heim. Irgendwann, ja. Okay. Aber ich leg mich da noch nicht fest. Du musst vielleicht noch laden, oder was? 2 Stunden 50, aber normal, wenn ich so fahre, wie ich normal fahre, dann kann ich noch nicht heim. Das ist, ach so. Ja, ja, das ist jetzt. Du kannst in einem Stunden handeln. Ist das jetzt erst am Heimfahren drin, oder wie? Ja, auf Nacht ist auf einmal nicht mehr gegangen. Beim Hinfahren alles perfekt und dann war es vorbei. Ja, ja. Scheiß, aber er ist auch nicht allein, also wir sind da, wir haben braucht. Das hat schon lange weg, das hat schon lange dauern, bis ich komme, wenn man denkt, ja. So lange braucht es. Ja. Ja, so viel Glück. Also, dass ich am Superstar schon mal vorhanden kann. Ja, irgendwas wird schon. Also, Scheiß, Klub. Ui. Schwierig, aber es ist. Also, das heißt, der hat okay. Einmal wieder 100%. Ja, dann hätte ich doch eine Matratzen mitnehmen sollen, wäre eigentlich super. Ja, jetzt kommt die Zitrone, die habe ich eingeholt. Dann haben wir das. Nein, war das gescheiter gewesen, aber sehen wir jetzt schon. Irgendwas wird schon. Ruhe mit Eis. Also, du solltest mal den Lässigmodus einschalten. Ja, das ist gut. Also, sie redet noch mit mir, also ist alles nicht so schlimm. Und Chat haben schon was hat er denn, was hat er die Hotline alles erzählt? Hubert, erzähl doch mal die Hotline. Was? Soll ich die noch mal anrufen, oder ja, was die erzählt? Jetzt fackeln wir ihn ab, jetzt wird er abgefackelt. Da schaut's her. Also der Bildschirm ist hübsch hart. Also es ist ziemlich hart, also das dauert eine Zeit, bis der Rand wegbrennt ist. Also das werden wir noch ein bisschen warten müssen. Ey, jetzt zeigt mir mein Auto, schaut's mal, die anderen sind weggefahren, ist das nicht schön? Jetzt haben wir Lagerfeuer und mein Auto. Du jammerst doch manchmal, dass deiner manchmal so langsam lohnt, aber heute war er im Vergleich zu meinem richtig schnell. Ja, also ich habe mir auch gedacht, dass dann eher du noch auf mich warten musst, also mein Lohn. Aber ist nicht so. Bloß wenn wir da noch 2,5 Stunden stehen, dann mache ich ja bis dahin wieder anstecken. Du musst das Fenster ganz aufmachen, das Lagerfeuer heizt so. Ja, das ist voll scheiße, da haben wir nicht volle Ladeleistung, gell, weil er für die Heizung so viel braucht. Das ist halt eh schon wurscht. Ja, der heizt jetzt. Weil wir haben Strom so viel, wir können richtig grau können wir's los. Ja, es brennt dann gleich mein Auto. Schaut mal hier, wie das ausschaut. Ja. Da gehen die Flammen auf und drüber steht mein Auto. Also das geht jetzt also, gar nicht. Da schaut mal das an. Ich soll vielleicht einer gleich mal 112 anrufen. Ja. Da draußen steht meiner und das Feuer brennt jetzt dann gleich das Auto an. Das ist jeder Scheiß. Oh Mann. Aber er schaut schon schön aus. Also ich bin so richtig froh, dass meiner nicht mehr lohnt. Da so, jetzt wird er auch noch angeleicht. Ja, mit der Zeit kriege ich jetzt ein richtig positives Feeling, aber komm, ich werde es zu warm da. Ja. Der Dreckkasten hat es da im Sommer, wenn das Lagerfeuer ist. Das ist ja, ich bringe mir das Feuer weg da. Achso. Einfach dreimal drücken. Jetzt in den Kreisverkehr einfahren und die 2-Ausfahrt nehmen. Wo möchten wir denn der jetzt hin? Dettelbach, wo ist denn das? Das habe ich noch nie eingegeben. Das Auto will jetzt zum Supercharger nach Dettelbach, auch wenn es überhaupt nicht auf der Strecke liegt, aber jetzt kommst du mit Autopilot navigieren, dann fährt er wahrscheinlich gleich los. Der spinnt doch.
Da. Das habe ich wirklich nicht eingegeben. Ich weiß nicht, wer das gegangen ist. Beim Oberfon wahrscheinlich wurde das irgendwie gemacht. Oder was. Also. Will be answered in the order it was received. Meine Frage an die Community: Sollen wir aufgeben oder? Ah! Hilfe! Tesla Golena. Hallo, für Ordner Hebertsfelden. Ah, nein, ich bin nicht in Hebertsfelden. Sorry? I have a problem with my Model 3. Yeah, okay, tell me. I can't charge DC. DC? Yes, AC is okay, DC is not possible. My English is not the best, my English is a little Bayerisch. It's fine, don't worry. Mein Deutsch kein nicht gut. Ist aber genauso gut wie mein Englisch. I think my charge port is not okay. I can't charge DC. Mm-hmm. I know why. This is a normal issue for this. It's just for the software update. Uh-huh. What can we do? You need to just charge with DC now. Wait for the new update till you can get the charge with the AC. With the DC, I mean. And when will we get? Will I get the? Yeah, this will get soon. Since when they had this issue? Since two weeks, you had this issue? Ihr macht mir Spaß. 2 weeks. 2 weeks, that's too long. No, I mean, you have this issue since 2 weeks. The problem is been. The problem is from 2 weeks. 2 weeks or 2 hours? No. Okay, say this. Okay. I'll do it in German, wait, in Deutsch. Das versuchen wir jetzt, da bin ich jetzt gespannt. Weil, also, Sie denken wahrscheinlich, wir können gar nicht mehr fahren, weil wir schon besoffen sind. Was ist das Problem? Also, ich kann nur noch AC laden mit 11 kW. Seit wann? 11 Kilowatt. 11 Kilowatt. Kilowatt. 11 Kilowatt. This issue will be solved with a new update, software update, okay? My problem is I be 400 kilometers from home. Oh, you are 400 kilometers from home? Yes, that's my the greatest problem. Machen wir so weiter, dann ist das gut, kein Problem mehr. What can we do? Sleep in my Tesla. Okay, give me a minute. I was going to say something. Look, your car with the Model 3 has a VIN number 2078834. Yes. You have a good range to make it like 400 kilometers. Maybe you just need to stop at my station to charge a public charging, you know? Uh-huh, yes. Or destination charger. It will just, maybe you need to charge 1 hour extra, you know what I mean? Yes. And then you can be home. Must I go to a service center or? No need for service, I'm sure. Uh-huh. You sure? I'm not sure. Because I know about this issue. Okay. For sure. I must wait for you. I can confirm you. The car has no issue. It's just software. Ah, yeah. Okay. I get a new software the next time. Yes. You will get a new update. How long that is? We are still working on the problem. The problem
is not only my car, other cars no, have the same problem. No, not only your car. No, no, not only your car. Aha, no. Schön. We can make a party here when more cars with and this with problem. Grilling and. yeah, I know what you mean. Can you do anything that we get update faster? Yeah, but we still are working on the issue, ma'am. Uh-huh. I cannot like really help you with this. Ah, yeah, okay. Yeah. Yeah, the startup is new. That's fine. Yeah. But your English is good, huh? They are laughing, but your English is fine. I can understand you. Okay. It's okay. Fine. We have here a party. Okay, good. Yes. Okay. Okay. Also, be careful when you drive, huh? Yes. Okay. Only we have no alcohol. I can promise you. We have only energy sure? drinks for energy the night. Drinks. You sure no alcohol? No, yes. No alcohol. No alcohol. Only Celsius. I wish. Okay. We get on with our party. Yes, great. Thank you very much. You're welcome. Guten Tag. Bye. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Die dauert 40 Minuten. Wir denken, sie haben Brot gebraucht. Die saufen. Wo wahrscheinlich schaut er jetzt, wann sich das Auto wieder bewegt und ruft dann Polizei. Ja, und ja, dann mit der roten Nummer auch noch. Ja. Ja, aber das ist ja. Das hat er mit dem Laden nichts. Das ist eine Probefahrt. Das ist eine Probefahrt. Ja. Kann man mit 4-5 Celsius noch Auto fahren? Ja, also, genau. Weil da jemand gefragt hat im Chat, weil Phil, dass wir da jetzt schon haben. Also, ich habe heute eine Dosen drunter. Also, eins ist verackt, ich darf einen Englischkurs machen. Also, das ist also mit 75 ja, Milligramm und jetzt habe ich eins mit 200 Milligramm und mehr haben wir noch nicht. Also, wir dürfen nochmal eins trinken. Also, uns ja, geht's. Also, wir trinken jetzt nochmal eins. Prost. Also, Daniel Blim schreibt, ja, das, ich bin mir auch nicht so sicher, ob das mit Update zu beheben ist. Das glaube ich auch noch nicht aufs erste Mal. Aber der hat jetzt wirklich erklärt, dass das Problem mehr ja. haben. Also, wieso stehen die nicht da noch? Ich könnte mir eine Mutzparty feiern. Ja, für alle. Das ist doch ein Schwachsinn. Der steht da irgendwo einsam in der Prärie, hat mit Sicherheit nicht so eine Gaudi wie mir. Kleines Problem, Englisch, großes Problem, Laden, ja. Ja, aber er hat ja sogar Deutsch können, wenn es ein bisschen Mühe gibt. Der hat mindestens so schlecht Deutsch können wie ich Englisch. Also da haben wir uns eigentlich super verstanden. Also. Dankeschön! Vielen, vielen Dank! Na, hör auf! Müssen wir das versteuern? Ja, weil ist jetzt das eigentlich. Also das Getränk. Ups, was ist denn jetzt da los? Wieder ein schlimmer. Ich glaube. Also Celsius ist extrem gefährlich. Celsius ist sehr gefährlich. Also, ich habe jetzt gerade das Problem, dass mein Gimbal da, dass der Akku läuft. Was? Brauchen wir ein Kabel? Wo haben wir denn ein Kabel? Ich brauche ein USB-C-Kabel. Da wäre bei dir im Auto irgendwas sein, oder? Mhm. Ja. Also ich mache jetzt das ein bisschen an. Nein, wie so. Jetzt wart's einmal. Also da. Oh! Die ganzen Dinger umgefallen. Ups! Also das tut mir jetzt furchtbar also leid. Markus ist im Celsius Alkohol, weil irgendwie weil es, die spinnen alle dermaßen. Also jetzt mal das Handy leider komplett selber halten, weil mein Gimbal ist jetzt leer. Wir brauchen jetzt ein Ladekabel USB-C. Ja, wir dürfen jetzt nicht unterbrechen, weil da bricht alles zusammen. Nein, unterbrechen dann mir auf keinen Fall. Nein. Weil vielleicht kriegen wir mehr. Ich wollte eigentlich gerade das Celsius nehmen, also ich habe jetzt das da, das ist sehr, sehr lecker. Sehr Schwachsinn. Prost! Also ich muss mir mal in Urlaub geben, glaube ich. Aber mein Chef, der ist da mit Urlaub genehmigen echt sehr schwierig. Also das Gimbal selber. Ist vollgeladen. Also sorry fürs Wackeln, gell? Also wo hast du jetzt da USB? Jetzt müssen wir auch noch da. Das ist jetzt ein Blatt, gell? Nehmen wir die Familie da hinten umgefallen. Nehmen wir. Ja, die waren alle lagen. Alle drei. Die
Stichst hinten, glaube ich. Also, jetzt muss ich mal schauen. Halt das andersrum. Ja. Ja. Nein, Zelt, es ist sehr gefährlich. Also, es ist echt also, das gefährlich. Ist, naja. Jetzt warte mal, wo haben wir jetzt? Jetzt weiß ich aber, warum es das in Deutschland nicht gibt. Da ist mein Stecker. Ich habe jetzt keine Sauerei gemacht. Haben wir noch ein bisschen was drin, oder? Ich glaube ja. Ja, so sind das nicht. Ein Teppich. Nix, oder? Geht jetzt der überhaupt, wenn man glaubt? Frisst Celsius einen Teppich im Tesla auf? Nicht, dass ich das bis zum Akku durchfrisst. Dann schauen wir Schieblätter. Dann brennt er noch. Also, Gimbal ist wieder in Betrieb. So, wieder alles. Also, wir sind wieder live. Richtig, das Spiel ist, oder? Der schwankt schon. Ja, lecker. Was ist denn da passiert? Also man wird mit Celsius besoffen. Es ist bloß nicht nachweisbar bei der Kontrolle. Das schaut wirklich so aus, geht's ja. Also ich stelle jetzt die Kamera nicht um, aber es schaut so aus wie so. Also die Ausfallerscheinungen hat dieselben wie bei Alkohol. Also Markus, mit deinem Zeug stimmt es nicht. Also ich meine, mich dreist jetzt, oder drin. Warum? Warum hast du zugeschaut? Also es war zwischendurch ein wenig ruhiger da bei uns, weil ja, wir haben nicht mehr recht. Ich meine, wie ich gegessen habe. Achso, warum? Weil er hat das falsch gemacht. Jetzt hat er gesagt, ja, ob ich nicht 9 nehme, sondern 20 merke. So geil. Du hast gesagt, für den Preis von 9 nimmst du 20 Euro. Ja, hat er gesagt, na, zahlen muss ich schon. Dann habe ich gesagt, nee, ich sage, du es hier. Du hast das, ja, da hättest du dir aber noch ein paar aber bringen können. Also, du bist auch so Egoist. Wir strampeln uns da ab und der frisst 20 Euro. Also hallo. Also, wir haben schon gesagt, das ist jetzt nicht mehr normal. Also entweder bist du jetzt irgendwo eingeschlafen, ja, kann eigentlich nicht sagen. Nein, aber jetzt ja, dann bin ich ja so schief gegangen, weil. Ja. Jetzt verstehen wir das nicht. Hey, der da drüben ist auch immer. Das glaubt uns keiner, wenn man das nicht filmt. Das ist echt nicht normal. Ja, in 2 Kilometern. Das hätte man nicht gedacht, aber bis da jetzt. Nach Fahren Richtung Elbangen unter Schneidheim. Ja. Nein! Fahrzeug wird heruntergefahren. Warum? Wir haben nur 1,9 Kilowattstunden. Losen aus. Scheiße! Leute, scheiße! Wir müssen zweimal rechts abbringen. Warum wird der jetzt heruntergefahren? Was soll denn das? Wir haben nur 1,9 Kilowattstunden drin. Vor dem Standstreifen der Ausfahrt führen, da wir ja nicht bremsen müssen. Scheiße, Leute! Scheiße! Dann müssen wir schwimmen. Es hilft nichts. Scheiße! Ey, wir haben noch was. Da ist die Nummer 1. Jetzt fährt der raus, der Damir. Nein! Jetzt an der Ausfahrt 110 rechts abfahren. Der muss uns anschleppen. Scheiße! Wir messen zweimal rechts. In 200 Metern rechts abbiegen auf L1060. Hab ich doch nichts. Scheiße! Wir können nimmer, wenn wir einmal stehen, dann stehen wir, gell? Aber jetzt rechts ab. Rechts. L1060. Rechts. Scheiße. Ja. Da ein Warnblinker. Scheiße. Schon drin? Ja.
Wir messen jetzt einmal stehen bleiben, komplett, und dann schwimmen. Denn da schwimmen wir nicht. Fräule, einer ruft da. Scheiße. Ja? Ja, wer ist denn da? Ja, Gruber. Wir können gerade nicht. Da, paar. Bitte in einer Viertelstunde nochmal rufen. Schleppmodus aktiviert, wir da schwimmen den. Doch, wir da schwimmen den. Der rollt jetzt gleich mal zurück. Denn du schwimmst nicht. Das Ding haben wir schon. Hast du die Telefonnummer von dem Team 1? Hat der jetzt Park? Warte mal, der. Wenn wir parken, hätte. Ich habe die Telefonnummer. Ich kann nicht schauen, weil ich einen Stream habe. Scheiße. Warum bleibt jetzt die Karre stehen? Ha? Ich muss den Stream beenden, tut mir leid. Oh. Ich komme jetzt nicht zu der Telefonnummer. Wir schieben jetzt. Am besten schneide ich oben, oder? Ich habe 10 Kilometer Restreichweite. Lass die Ladeklappe offen, gell? Hinter uns ist die Polizei und die sind halt schon durch. Wir sollen schieben und nicht filmen. Oh Mann! Die Satellitenbild. Ja, Fahrschule schau noch recht blöd. 10 Kilometer Restreichweite. Böses Auto, böses Auto. Ganz böses Auto. Ganz böse. Ganz böse. Da Supercharger Elwangen sagt Navi 3%.
Model X, Anhängerkupplung. Schleppen. Die haben doch eine Anhängerkupplung. Die haben doch eine Anhängerkupplung. Nein, die. Es ist nicht mehr weit. 300 Meter. Nicht mehr weit. Das geht im Berg auf. Wie soll denn das gehen? Weiß ich nicht. Ey, 3% sagt der Ankunft. Was soll denn die Scheiße? Ja? 1%, ja? Und ich habe im Livestream gerade noch gesagt, dass ich letztes Jahr mit 18 Kilometer link blind bin. Das waren aber nur 50 Meter. Oh Gott. Und wie sollen wir jetzt da raufkommen? Wo ich den Spiegel nicht nach vorn, gell? Ja. Warum? 3%! Was soll denn das? Böses Auto, böses, böses Auto. Wir waren so sparsam, wir haben nicht viel Leistung entnommen. Ja, ich komm böse schauen. Ja, regt euch nur alle auf. Und jetzt sind so viel vor uns und wir kriegen keine Ladesäule mehr. Vor die gleich links sein, oder? Auf zum Film oder schief! Ich darf da nicht rein, aber ich mach das jetzt einfach. Hundertzehn Zuschauer! Nein, jetzt nicht! Ich mache Interview nicht mehr. 3% zeigt er an. 10 Kilometer und 3%. Wo muss denn ich hin? Da links. Ganz links? Ja, fahr mal rein. Ganz links. Okay. Lass rollen. Ja, sag nur 3%, ist deppert die Auto. Ich bin sauer aufs Auto. Steckt's an? Verriegelt? Mach mal wieder den Linksmodus raus. Oh! Mann! Ey! Mensch, was war bei euch los? 10 Kilometer Rest, 3%, 1,9 Kilowattstunden waren nur im Akku. Ich habe sie was kennen, mein Tesla gesehen und auf einmal aus. Obwohl wir nur bergab gerollt sind. Der ist auf einmal wieder zusammengebrochen und aus. So wie damals auf der Autobahn mit 18 Kilometer Rest. Krass. Ja, komm, geht's wieder hier hoch. Und kommt er wieder? Ja. Jetzt machen wir einen Billitz-Song. Leid. Ja, genau. Ja, kann ich jetzt machen wir einen Billitz-Song. Alle mal herhören. An einem Samstag, ich weiß noch wie heute, da hat mich spaziert ein Gag gefreut. Weil mir halt nix so gefällt, bin im Billitz aus
Straße im Wald. Auf einmal, ich geh da nicht lang, da hör ich ein wunderschönen Song. Aha, denk ich mir und schau genau, auf dem Baum war der Vogelnest drauf. Ich denk mir, da kraxelst jetzt noch und nimmst du das Vogelnest aus. Das Kraxeln war gar nicht so schwer, doch bei aufgekommen war das Vogelnest leer. Und wir am Baum droben sitz, vom Kraxeln noch fürchterlich schwitz, kommt der Liebspaar versunken im Traum und hockt sie grad unter mein Baum. Ja, ich auf mein Baum bin ganz still, mein Herr muss der Liebhaber will. Er sagt, ich hab das so gern, du sollst mein Weiberl bald werden. Ich bin ein katholischer Christ und du von demselben Glauben bist. Vertrauen nur da drum auf den Herrn, der wird schon die Kinder ernähren. Da schreie ich gleich oben vom Bahn, der Gage hätt schlecht Zeug für heim. Wenn ich oben komm, dann zeig ich euch den Herrn, der euch wird die Kinder ernähren. Die zwei waren vor Schrecken ganz blass und meint, dass der Herrgott schon weiß. Ein Grimm über Stock, über Strauch, ich hab gehalten vor Lachen mein Bauch. Hey, du. Klasse, genau so muss es sein. Max, deine Fans im Livestream wollen, dass du uns was singst. Glaub's mir, das wollen die nicht. Doch, haben sie ausdrücklich verlangt. Wenn, dann sing ein bisschen lauter, weil dann überholt dich keiner mehr. We are the champions, we are the champions, da. Hält dir der Text nicht ein? Wart mal, kommt gleich bei euch. Livestream ist der Ton aus, du musst Zelle einschalten, dann kannst du singen. Ach so, ja, ich hab das jetzt bei, halt über die Kamera ohne Zelle gemacht. Die Leute schauen jetzt im Boxen-Livestream zu und sehen dich quasi wieder oder hören dich. So über zwei Ecken. Kleinen Moment mal, ich muss mich noch mal kurz konzentrieren. So, jetzt haltet euch die Ohren zu und das ist schon eine Aufgabe. Gell? Also fahren, singen, Leute abdrängen, ausbremsen. Naja, gut, ich probiere es halt einmal. Gell? Also. We are the champions, we are the champions. Und weiter weiß ich jetzt nicht, drum mach ich das jetzt einfach mal so. Was ist das, was du rauchst? Das darf ich da nicht sagen. Das ist auf jeden Fall verschreibungspflichtig. Lass mich raten, das gibt's in der Apotheke. Hey, 100 Punkte.